Hey ho, meine Lieben! Heute gibt's wieder was Leckeres. Wir machen uns ein Wiesenhähnchen, könnte man schon fast sagen, in der Heißluftfritte und alles Weitere da drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Attacke, vorbereitet habe ich schon. Ja, viel brauchen wir nicht. Unser Hähnchen, gewaschen, gespült, bisschen Schnur zum Einschnüren, Salz, Pfeffer, Paprika, SPP wie gehabt, bisschen Petersilie, Butter und natürlich den Spieß. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Ey, da kommt ein Stück Handtuch raus. Fangen wir an, das Vieh zum Durchwürzen. Genau, das machen wir jetzt. Mit was fangen wir an? Mit dem Pfeffer. Und ich sag's gleich, ich habe ein gefrorenes Hähnchen eingekauft. Weil die ganzen frischen Hähnchen, die wären mir viel zu groß gewesen. Und das Hähnchen hatte jetzt 1,2 Kilo und passt hoffentlich sauber nachher in den Heißluftgrill rein. Dann kommt Salz. Und natürlich auch ordentlich Paprika, das ist ja mal ganz wichtig beim Hähnchen. Und eventuell tun wir das nach den Schnüren nochmal einpudern, das sehen wir dann. Und ob das jetzt auf dem Grill, der Weberkugel, Gasgrill oder sonstiges gemacht wird oder in einer Heißluftfritte, es ist trotzdem irgendwo grillen. Jawohl, meine persönliche Meinung. So. Schnappen wir uns ein Stückchen Butter. Wickeln die Butter gleich mal mit Petersilie ein. Dann können wir die schon da reinstoppeln. Die restliche Petersilie hinterher. Ob wir jetzt das Hähnchen nachher bepinseln oder sonstiges, das kann ich euch in diesem Moment noch nicht sagen. Das sehen wir nachher dann. So, und dann gucken wir mal, ob wir unseren Spieß noch irgendwie da reinkriegen. Ohne alles rauszuschoppern. Oh Mann, ich hasse es. Thank you.
gehe halt drauf hier. Da irgendwie noch reinkommen. Und dann. Schauen wir, dass wir das Ding irgendwie halbwegs positionieren. Und auch ein klein wenig anziehen. So. Und das Ganze auf der anderen Seite auch. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wieder Kommentare kommen wie Bürzel wegschneiden etc. pp. Auch genannt der Arsch hier hinten. Leute, ich kann euch bloß sagen, lasst das Ding dran. Schneidet ihr das weg, läuft euch der ganze Saft raus. Das ist keine gute Idee. Ein Schnibbel und dann fangen wir hier mal ein bisschen zum Fesseln an, weil ohne wird das Ding zu sehr hin und her schlabbern. Definitiv. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, die Flügel wollen auch nicht so ganz. Ich glaube, da machen wir nochmal eine Bauchfessel. Jo, meine Lieben. Und dann haben wir das Hähnchen hier auch schon soweit aufgespießt. Ja, und dann können wir rübergehen hinter mir zum Heißluftgrill. Das ganze Ding da reinwuchten. Nochmal ein bisschen mit Paprika einpudern. Einschalten und grillen lassen. So, jetzt ist aber genug, dann gehen wir rüber. Ja. Dann wären wir soweit, dass wir das Teil hier reinwuchten können. Hier drin ist es, sieht gut aus, dass ich es drehen kann. Tja, und dann würde ich mal sagen, auf was gehen wir? Auf was gehen wir? Ne, 185 Grad ist mir definitiv zu heiß. Hallo. Temperatur hier. Ich gehe auf 130 Grad. Rotation ein, Licht ein. Ja, kann man sehen. Oh, hier spiegelt sich alles. Geh mal auf die Seite. Also das Hähnchen dreht sich absolut frei, wunderbar. Und zeitlich gesehen mache ich jetzt erst einmal wirklich eine Stunde. 60 Minuten bei 130 Grad und dann schauen wir irgendwann wieder nach und gucken, was draus geworden ist. Leute, ich sag's euch, nach einer halben Stunde, meine Bude riecht echt schon wie die Hähnchenbraterei. Ja, so langsam nimmt's Farbe an. Jetzt schauen wir hier mal gerade. Ja gut, 80 Grad wollen wir, ein bisschen werden wir noch müssen.
Ja, da werden wir schon noch eine Weile müssen. Aber es wird Klappe zu, weiter grillen in der Heißluftfritte. Ich habe noch mal ein paar Minuten dazugegeben. Warum? Naja, ich habe meine Pommes doch im Backofen reingeschoben. Und schauen wir mal, was sie machen. Hui! Ja, die brauchen auch noch ein paar Minütchen. Ich will einfach gleichzeitig essen und nicht hier erst noch das Vieh im Backofen stecken müssen und nochmal warten. Leute, ich habe mein Pullover, was alles zu spät ist. Aber schauen wir mal wieder rein und hey, der Vogel sieht richtig, richtig gut aus. 74, ja, 80 Grad sollten wir schon haben. Dann gehe ich jetzt, gebe ich nochmal ein paar Minütchen dazu und gehe auf 160 Grad und dann wird der Vogel schon fertig werden. Ich denke mal eine Stunde 20, sowas wird er dann drin gewesen sein. So, die Pommes werden auch soweit fertig. Das Hähnchen auch gleich. Die hole ich jetzt raus und tun wir sie direkt auf den Teller, nur mit Salz und Paprikapulver würzen. Und fertig. Und ja, danach holen wir das Hähnchen raus. Yippie! Jo, dann wollen wir mal. Heiligs Blechli, sieht das gut aus. Na, komm raus. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, wenn das nicht geil ist. Wenn das nicht geil ist. Gehen wir rüber. Schneiden wir es auf. Also Leute, wenn das Hähnchen nicht ein voller Erfolg ist, dann weiß ich auch nicht. Dann tun wir es erstmal entfesseln. Hat ja wunderbar geklappt mit dem Fesselspielen heute. Raus hier, Mülleimer. So. Kann man sogar schon anlangen. Naja, zumindest fast. Na, komm raus. Heieieiei, heiß, heiß, heiß. So. Und ich mag den ja auch nicht unbedingt. Aber wie gesagt, dran lassen, ansonsten läuft euch das ganze Fett aus dem Hähnchen raus. So, die Petersilie braucht man natürlich nicht. Tja, Freunde, fertig ist mein Hähnchen. Und jetzt fehlt natürlich noch ein Probiererchen. Schneide ich mal hier erst einmal ein Stückchen ab. Und ab in den Hals. Und jetzt bin ich mal echt gespannt. Brutal geil.
Ich muss sagen, ich glaube, das ist das beste Hähnchen, was ich bis jetzt gemacht habe. Ohne Scheiß, ohne Witz. Das schmeckt wie von so einem Hähnchenwagen. Die Pommes sind auch gut. Ich bin hellauf begeistert von der Heißluftfritte. Oh, geil. Hammer geiles Teil. Kann ich bloß empfehlen. Und auch eine Heißluftfritte. Es ist auch Grillen. Wenn auch anderes Grillen, aber es ist auch Grillen. Ja, es fehlt der Spaß mit Kohle etc. pp. Aber viele Leute haben nicht die Möglichkeit, so wie ich jetzt. Und Leute, es ist kein Grund, nur weil ich momentan Indoor-Videos mache, zu deabonnieren. Wartet's ab, sobald es wärmer draußen ist, gibt es wieder Outdoor-Grill-Videos. Das ist versprochen. Ihr werdet es sehen, aber nur, wenn ihr dabei bleibt. Ja, in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns. Ich hocke mich auf meine blaue Couch und tu mein Hähnchen essen. Mein halbes. Wenn ich noch Hunger habe, esse ich das andere halbe. Ansonsten mache ich was anderes mit dem halben Hähnchen. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder ein anderes Video. Leute, hasta la vista. Wir sehen uns. Däumchen nach oben. Abo, freundliches Kommentar. Bis demnächst. Ciao.